Beziehungsweise Menü 5, ne, mit dem Salat und so. Dann haben wir die Synchronisation. Leute, ein herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf Alles Alex. Es klappt übrigens immer noch, auch wenn ich nicht mehr täglich Topra sage. Ja, ich habe heute noch mal frei. Ich habe sogar mitbekommen, dass viele meiner Freunde, Bekannten, wie auch immer, glaube ich, Urlaub haben und so, weil wegen Feiertagen musste man ja nur Donnerstag, Freitag und Montag. Ja, richtig. So, gut. Ja, die haben frei, blablabla. Ich bin aber zu Hause, chill hier, weil die anderen, keine Ahnung, vielleicht was vor, wie auch immer, man weiß es nicht. Ja, und ich habe eigentlich nur frei heute noch zusätzlich, weil ich ja Samstag nochmal arbeiten muss. Und der Arbeitgeber muss dir trotzdem, auch wenn zwei Feiertage in der Woche sind, einen Tag Ausgleich geben für Samstag. Trotz allem. Ist geil. Was geht heute noch so? Nicht so viel ist geplant. Ich habe auch kein Auto, weil das in Verwendung ist. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich duschen gehen und dann Pizza bestellen und ein bisschen mein Zimmer aufräumen. Das ja, hat es mal wieder nötig. Dachte ich mir, gut, wenn ich eh frei habe, kann ich den Tag doch auch mal etwas sinnvoller nutzen. Dann sehen wir uns gleich zum nächsten Duschshot. Da steht ja alle so drauf, ne? Vor allem der Quantum ganz besonders, weil er war irgendwie der Einzige, der danach gefragt hat. Die anderen scheinen es nicht großartig gestört zu haben. For all to see, through dirt and through debris, everyone is leaving this forsaken town. Zimmer wäre soweit aufgeräumt, ja, ein bisschen durchgesaugt und so, aber ja, so eine komplette Grundreinigung war es jetzt nicht, aber ist okay. Wind ist auch wieder mit dabei. Mal gucken später im Schnitt, ob man ihn hört oder nicht. Ja, ich laufe jetzt gerade zur Bank, muss noch Ziggis holen und dann werde ich auch schon meine Pizza bestellen. Hätte ich eigentlich machen können, während ich aufräume. Also davor, also zwischen dem Duschen und dem Aufräumen. Aber ich dachte mir so, nein. Weil sonst kommt die Pizza, ich bin wieder zu sehr im Chiller-Modus, dann nee, jetzt nicht mehr aufräumen und so. Ich dachte, nein, ich zieh durch und bestelle mir dann erst die Pizza. Da gab es ja schon mal so ein Aufräum-Vlog von mir, da habe ich auch gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Wollte ich mir auch was zu essen machen, habe gesagt, nee, bevor ich mir was zu essen mache, räume ich kurz auf. Ja, gut. Ja, dann latschen wir mal zur Bank und bis später. Gerade noch meinen Nachbar getroffen. Wir hatten am Samstag so ein Paket Abdingsschein bei uns von ihm, also auch auf seinen Namen adressiert und auf seine Hausnummer. Und ich dachte mir so, hä, komisch. Erst dachte ich so, gut, vielleicht haben die was bei denen, war das eine Info, dass die Paket von uns bei denen abgegeben haben oder so. Und dann habe ich geguckt, nee, nee, stand dran, Paket zur Abholung bereit, blablabla. Ich dachte mir so, okay. Hab geklingelt, waren sie nicht da, dann habe ich es eingeschmissen. Hab's am nächsten Tag nochmal probiert. Jetzt habe ich ihn gerade zufällig gesehen, hab ihn drauf angesprochen, ob es geklappt hat. Er hat gesagt, ja, ja. Und dann so, ja, das war bei uns drin. Dann hat er auch gesagt, hä, das war total komisch. An unserer Klingel ganz anderer Name, andere Hausnummer. Also das kann man ja eigentlich gar nicht verwechseln. Naja. Aber er meinte auch, dass heute war ein neuer Fahrer da und vielleicht hat, keine Ahnung, kennt sich nicht aus oder so. Hab ich denke mir, naja, auf der Klingel, weißt du, er musste ja klingeln. Wegen Paket und so. Und auf unserer Klingel stehen ja fett unsere Namen. Und da steht definitiv nicht der Name, wie von meinem Nachbar, ist auch nicht ähnlich oder so, dass man so verwechseln könnte. Also ganz komische Geschichte hier. Ha. Ja, aber gut, hat ja alles geklappt. Ja, ich bin jetzt gleich wieder back at home. Dann wird lecker Pizza bestellt. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen in diesem Vlog. Okay, tschüss!
Ja, ohne Witz, ich hasse es, wenn das passiert. Hey. Das ist immer so ultra nervig, weil wenn du dann die Schachtel in der Tasche hast, dann zerknillt die so richtig schön. Das ist geil. Ja, Tipps mit Alex. Tja, man kann ja jetzt leider nicht mehr Tipps mit Topra machen. Ach ja, übrigens, also ich erwarte jetzt nicht von euch, dass ihr mich von jetzt auf nachher direkt Alex nennt. Ihr könnt natürlich weiterhin auch noch Topra sagen, klar. Das war jetzt fast fünf Jahre mein Name. Von daher, alle Dude, macht weiter so. Passt schon. Ja, ich bin vor unserem Haus, wunderschön, ja. Oh, und diese Quali, ey, ich habe sie echt vermisst. Oh. Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und bestellen Pizza. Dann wollen wir doch mal bestellen, würde ich sagen. So, wo haben wir denn eure Nummer? Ja, ich würde gerne Pizza zum Liefern bestellen. 01 Hähnchen Ananas. Ja, also beziehungsweise Menü 5, ne, mit dem Salat und so. Hähnchen Ananas und Salat mit Essigöl. Ja, bitte? Salat, Essig und Öl, genau. Okay. Das war's? Ja, das war's. Alles klar, bis denn, ey. Jetzt habe ich überlegt, da ich ja gerade eh an meinem Schreibtisch sitze und so ein bisschen auf Krampf OBS offen habe und ihr seht schon, oh, der Mikrofonausschlag, hallo. Da habe ich mir gedacht, vielleicht mal wieder ein Ründchen aufnehmen, Gaming ein bisschen. Ja. Ich finde dieses Bild übrigens mega cool, das hat der Ritwan gefunden im Internet. Ja, es gibt ja einmal das Serienuniversum und einmal das Filmuniversum von DC. Ne? DC Universe, halt, das ist ein Online-Rollen, nicht Rollenspiel, ein Online-Spiel. So, aber auf jeden Fall. Das hier ist der Superman aus dem Film, das ist der Batman aus dem Film, das ist der Flash aus der Serie, Wonder Woman aus dem Film, Aquaman aus dem Film, der Arrow aus der Serie und der Green Lantern auch aus dem Film, den eigentlich keiner so wirklich mochte. Ich finde es mega cool, dass das jemand so gezeichnet hat. Feier ich. Hätte es auch cool gefunden, wenn der Serienflash auch in dem Film vorgekommen wäre. Aber ich glaube, das passt nicht so ganz zusammen und so. Aber naja, okay. Ja, das hier Injustice kommt ja raus, ne? Und das kommt ja dieses Jahr und wird auf jeden Fall gegönnt. Ich weiß gar nicht, wann es kommt. Ich glaube jetzt im November, ne? Wenn ich es richtig weiß. Muss ich mal gucken später. Gut, ja, jetzt wahrscheinlich ein Ründchen aufnehmen, damit auch mal wieder Gaming kommt. Und das erste Mal Gaming auf alles Alex. Dann haben wir die Synchronisation, mein Freund. Leute, ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror. Und der Quantum hat in die Kommentare geschrieben, was ist mit der Kiste vor, James? Aber ich fahre da gerade mit der Maus drüber und ja, da passiert nichts. Das ist, ja, nicht so lässig, gell? Das ist doof. Aber manchmal muss man ja ganz sanft über die Dinger fahren. Kiste. Der erste Part wäre aufgenommen und ich habe ja gesagt, ich habe mir eine Pizza bestellt. Das habt ihr ja im Vlog schon gesehen. Ja, und die kam jetzt dann an. Ich habe da noch kurz zu Ende aufgenommen. Und jetzt ist sie da. Geil, Hähnchen, Ananas. Da drüben steht der Salat. Ich habe bei dem Lieferanten bestellt, wo ich eigentlich nicht mehr bestellen wollte, weil sie immer was falsch machen. Wir hatten auch gestern Pizza bestellt, haben sie auch wieder was falsch gemacht. Naja. Aber es ist halt einfach der Beste hier in der Umgebung. Da, naja, bleibt einem nicht viel. Gut. Ich werde jetzt Mampfe, dann sehen wir uns später. So, das war mal wieder eins nices Essen am drinne sein Bienen. Jetzt geht's erstmal raus. Dumpfe, Zigarette rauche. Aber der Müll wird natürlich direkt mitgenommen, weil das wäre jetzt ein bisschen assi. Mal aufgeräumt und so und dann das Zeug direkt wieder stehen zu lassen. Naja, nee. Muss nicht unbedingt sein. Nö. Gut, was geht dann heute noch? Ja, ich werde jetzt gleich ja, noch ein bisschen aufnehmen. So ein, zwei Folgen und ja. Dann, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mehr so viel. Deswegen kann ich jetzt auch an der Stelle sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem oder anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, haut rein.